Die Immobilienweisen sprechen von einem Trendbruch bei den Immobilienpreisen, denn die Preise steigen im Umland genauso stark wie in den Städten, teilweise sogar stärker. Wir zeigen, was die aktuellen Zahlen zur Preisentwicklung bedeuten. Da liegt es nun auf dem Tisch. Mächtige 250 Seiten dick. Die Rede ist vom Frühjahrsgutachten des Rats der Immobilienweisen im Auftrag des Zentralen Immobilienausschusses. Viele Statistiken, viele Zahlen und in Bezug auf Wohnimmobilien eine interessante Beobachtung. Die Immobilienweisen stellen fest, das durchschnittliche Einfamilien- oder Zweifamilienhaus kostete im Jahr 2020 in Deutschland im Mittel 402.000 Euro. Hinzu kommen oder davon abgehen regionale Preiszuschläge oder Abschläge, die einen gewaltigen Einfluss auf den tatsächlichen Preis haben können. Dabei bilden die Grafiken zur Statistik ein sogenanntes Bodenpreisgebirge, dessen Gipfel nach folgendem Schema in die Höhe ragen. Im Zentrum der Metropolen sind die Gipfel hoch und entsprechend teuer sind die Preise. Je weiter man vom Zentrum in den Speckgürtel geht, sinken die Preise bis auf Erdhügelniveau. Parallel dazu steigt die Fahrzeit in die Stadt. Und jetzt kommt das große Aber. Das war früher so, inzwischen aber nicht mehr. Ein Beispiel. Zwischen 2012 und 2016 stieg der Medianpreis für Bestandseinfamilienhäuser um 15%. In den großen Städten stieg dieser Preis um 37%. In einer rund 60-minütigen Fahrdistanz zu diesen Metropolen stiegen die Preise hingegen nur um etwa 9,5%. Das kam vor allem durch die starke Zuwanderung in die Städte, aus dem Ausland und aus den ländlichen Regionen. Seit etwa 2016 ist dieser Mechanismus für bestimmte Metropolregionen nicht mehr in Kraft. Das bedeutet, die Preise steigen seitdem in der Peripherie genauso stark wie in den Städten selbst. Teilweise stiegen die Preise außerhalb der Zentren sogar stärker. Die Immobilienweisen nennen das einen Trendbruch. Sie wollen ihre Immobilie verkaufen und fragen sich, was kann ich verlangen? Erfahren Sie, wie Sie Ihre Immobilie richtig bewerten und was das kostet. Schauen Sie gleich einmal rein. Einfach hier klicken. Ich freue mich auf Sie. Besonders interessant ist der Zusammenhang zwischen Wohnort Stadt oder Land und dem Alter. Junge Leute bis etwa 30 Jahre zieht es in die Stadt. Aber danach gibt es vermehrte Wanderungsbewegungen aus der Stadt in den ländlichen Raum. Ist das die viel zitierte neue Landlust, von der überall gesprochen wird? Geht es also nur um eine Änderung der Vorlieben? Oder steckt auch ein struktureller Grund dahinter? Mit einer Verlagerung des Lebensmittelpunktes ergeben sich weitreichend Änderungen in allen Bereichen des Lebens. Entsprechend wird der Wohnort auch nicht häufig verändert. Und wenn, dann meist, wenn sich die persönlichen Lebensumstände verändern, schreiben die Immobilienweisen. Einer dieser Lebensumstände ist die Familiengründung. Die Stadt bietet Familien große Vorteile. Arbeit, Gastronomie, Kultur, Verkehrsverbindungen. Das Land bietet großzügigere Grundstücke und Wohnmöglichkeiten, günstigeres Wohnen, mehr Freiheiten für Kinder und Jugendliche. Es gab, so mutmaßen die Immobilienweisen, irgendwann in den letzten Jahren einen Kipppunkt, der dazu geführt hat, dass insbesondere junge Familien das Landleben deutlich attraktiver fanden als die Stadt. Auch die Corona-Pandemie hat das Zünglein an der Waage deutlich in Richtung Land pendeln lassen. Das urbane Leben, etwa in Form von brechend vollen U-Bahnen, wandelte sich eher zu einem Schreckensszenario. Das kulturelle oder gastronomische Leben, ja selbst der Vorteil Shopping in der City, verloren wegen der Lockdowns an Bedeutung. Es blieben die Nachteile. Höhere Preise, beengte Räume, Homeoffice am Küchentisch. Was bedeutet das nun genau, wenn Sie verkaufen oder kaufen wollen? Immobilienpreise steigen weiter, doch nun auch zunehmend in ländlicheren Regionen. Wie sich dieser neue Trend aber weiter fortsetzt oder sogar zunimmt, bleibt abzuwarten. Und damit sind wir am Ende unseres ImmoScout24 Preiskommentars im Mai. Den Link zu diesem Preiskommentar finden Sie auch in der Beschreibung. Wenn Ihnen unser Beitrag gefällt, schenken Sie uns einen Daumen hoch und abonnieren Sie uns. Vielen Dank für Ihr Interesse und bis zum nächsten Mal.